Heinrich Heines Harzreise. Im Jahr 1824 bricht der junge Dichter Heine zu einer Reise in den Harz auf, um die dortige Landschaft zu erkunden und Abstand von seinem Jurastudium zu gewinnen. Seine Wanderung führt ihn von seiner Universität in Göttingen bis ins Harzgebirge. 2 Jahre später erscheinen Heines Reisebilder mit der darin enthaltenen Harzreise, die den jungen Autor schlagartig berühmt machen. Der Erzähler nimmt die Lesenden darin mit auf eine unterhaltsame und abwechslungsreiche Wanderung. Der Geist des Gebirges begünstigte mich ganz offenbar. Er wusste wohl, dass so ein dichter Mensch viel Hübsches wiedererzählen kann, und er ließ mich diesen Morgen seinen Harz sehen, wie ihn gewiss nicht jeder sah. Wir hoffen auf eure kreativen und innovativen Ideen, um Heines Harzreise nacherleben zu können.